Liebe Gemeinde, einen herzlichen Gruß sende ich Ihnen bei bestem oberbergischen Wetter hier aus dem Zentrum Morsbach vom Rathausplatz. Goethe, Schiller, Heine, Beethoven, Einstein, Gutenberg, Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Michael Schumacher, Konrad Adenauer, Rosa Luxemburg, Sophie Scholl. 2005 hieß es, wir sind Papst. Und 2014, wir sind Weltmeister. Auch bekannte Personen hier aus unserer Stadt, der Fußballspieler Rolf Birkholzer oder der Kommunalpolitiker Heinrich Halberstadt sowie Dechant Karl Strack, nachdem sogar Straßen hier bei uns benannt sind. Alles Persönlichkeiten, Ereignisse, auf die wir Deutsche stolz sind. Warum ich diese Leute aufzähle? Weil das heute das Thema des Evangeliums ist. Da heißt es bei Jesus, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat. Was meint Jesus damit, wenn das eigentlich gar nicht der Realität entspricht und wir doch von ihm sprechen, dass er die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt? Heute, liebe Schwestern, liebe Brüder, begegnet uns im Markus-Evangelium folgende Aussage Jesu Christi. Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat. Wie passt das eigentlich mit der Realität zusammen? Wenn ich gerade von den ganzen Berühmtheiten, die ich aufgezählt habe, gesprochen habe und auf die wir stolz sind. Und hier heißt es, da fehlt genau dieses Ansehen, diese Anerkennung. Um das zu verstehen, müssen wir aus der Sicht der damaligen Zeit, in der Jesus gelebt hat, schauen und uns genau zwei Signalwörter anschauen. Heimat und Prophet. In der damaligen Zeit Jesu war ein Dorf, eine Kleinstadt, ja eine Sippe. Man kannte sich, man war fast immer verwandt und verschwägert untereinander. Und wir kennen das auch heute noch, wenn wir in unserer Nachbarschaft schauen und manchmal argwöhnisch Kommentare hören, wie kann der sich das leisten? Oder sind die schon wieder das fünfte Mal in einem Jahr im Urlaub? Aber auch in der Familie hört der Spaß auf beim Geld. Der Neid tritt ein. Und das Gleiche gilt auch bei dem Signalwort Prophet. Ein Prophet ist da, die Wahrheit zu sagen, ein bisschen Kritik zu äußern an den Umständen der Gesellschaft. Doch leider sind wir heute wenig kritikfähig. Die Wahrheit ist uns immer wieder ein Dorn im Auge. Es gellt in den Ohren. Aber daraufhin will uns Jesus aufmerksam machen, dass wir immer wieder trotz der äußeren Umstände immer wieder die Wahrheit sagen und aufpassen, nicht auf den anderen neidisch zu sein. Sein Leben, sein persönliches Leben mit dem der anderen zu vergleichen. Denn Gott hat uns persönlich so viel geschenkt, selbst seine Liebe. Was Größeres gibt es nicht. Deswegen, liebe Schwestern, liebe Brüder, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Begabungen, Ihre Talente in sich finden und sehen, sie wahrnehmen und anerkennen, damit sie dies auch in die Welt tragen können und somit ein bisschen Wahrheit in unsere Welt bringen können. Ihr Kaplan Michael Schiller.